bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Da ist Sommer wieder. Knapp 24 Stunden später ist der Akku wieder voll. Ja, über die Solarzellen wollte ich eigentlich auch mal ein Video machen. Aber das entbehrt sich jeder Sinnhaftigkeit, weil die einfach so schlecht sind, dass ich die keinem irgendwie empfehlen kann. Und ich mag ja auch nicht irgendwie über das Schlechte reden. Ja, ich stelle Sachen vor, von denen ich überzeugt bin. Sollte ich mal welche finden, von denen ich überzeugt bin, stelle ich es euch vor. Die, ne, vergesst es einfach. Das ist ein richtiger, Scheiß ist das. Wird es Zeit, dass ich mein Notstromaggregat mal wieder in Schwung kriege und dann ist wieder Strom da und dann stelle ich euch das vor, weil das taugt nämlich wirklich was. Ja, so, dann hauen wir das mal an die Wand hin und dann geht's weiter mit dem Loki und dann schauen wir mal, was der so taugt. Da haben wir noch unseren Strich. Der hat Gott sei Dank 24 Stunden lang gehalten. Nicht so wie der Akku. So, und wo habe ich es denn? Hier, noch was Neues. Kleine Wasserwaage habe ich mir jetzt auch geleistet. Weil ihr wisst ja noch beim letzten Mal, man kann sich zwar immer zu helfen wissen irgendwie, mit den Stahlkugeln oder der Holzkugel ist ganz lustig, aber das ist natürlich schon ein bisschen besser. Und die ist jetzt nicht groß, die kann ich hinten in den Schrank schmeißen, dann habe ich auf der Hütte wenigstens auch immer eine Wasserwaage. Schrauben wir es fest. Und dann machen wir weiter. So, das hält auf jeden Fall mal. Das heißt, der Loki steht dann gerade. Der muss nämlich diesmal nicht nur ausschauen, als wäre er gerade, sondern er muss tatsächlich auch gerade sein, weil es doch schön ist, wenn die Pfanne auf dem Herd das Öl richtig schön gleichmäßig hält und nicht in irgendeine Ecke reinläuft. Nehmen wir uns mal den Loki vor. Schau mal, ob das da so drauf passt, wie ich mir das vorstelle. Genau, so. So hätte ich den gerne. Ja, das heißt, ich brauche was, das ungefähr 18 ist zum Unterlegen. Dass wir auf die richtige Höhe kommen. Weil ich möchte nämlich dieses Bein nicht ausgestreckt haben, sondern ich würde es gerne gerade runterlaufen lassen. Ups. Dann spare ich mir hier vorne nämlich ein bisschen Platz. Darum kann ich nicht einfach das Maß von da hinten nehmen, weil ich das Bein in dem anderen Winkel anklappen möchte, falls sich irgendjemand wundert. Als nächstes geht es jetzt weiter mit ein paar Sachen, wo wir ein bisschen improvisieren müssen. Und zwar möchte ich mir ein bisschen Platz sparen, deswegen klappe ich diesen Fuß nicht ganz aus. Das heißt, da muss ich was unterstellen. Dann nehmen wir jetzt als erstes einmal so einen Holzklotz. Und stellen den als erstes einmal da unter. Ja, ist noch nicht im Wasser. Na, überhaupt nicht, fehlen noch 2 cm. Das heißt, da fräse ich ein kleines Loch raus mit dem Bohrer, bohre ich da ein bisschen rum, versenkt es, weil ich nämlich das da hinten nicht höher setzen mag, weil je höher ich mit dem raufkomme, umso näher komme ich mit diesem Knick da oben von dem Rohr außen an mein Dach hin und das möchte ich nicht. Das heißt, da brauche ich ein bisschen Abstand zu dem Dach, damit das nicht zum Brennen anfängt. Gell? Dann nächstes Ding, wo wir improvisieren. Habe ich jetzt dieses Blech hier gefunden. Aus diesem Blech, da werden wir in der Wand die Kamindurchführung machen. Das hat den Hintergrund, dass ich natürlich, wenn ich die Kamindurchführung durch ein Holz mache, dann sollte ich schauen, dass ich zu dem Rohr mindestens 10 bis 15 cm Fleisch außenrum habe, was nicht brennen kann. Das brauchen wir zweimal, weil es eine doppelte Wand ist. Einmal innen, einmal außen. Da drinnen ist natürlich auch keine Dämmwolle oder sonst irgendwas, weil das soll ja Abstand zum Holz haben und ein nicht brennbares Teil von der Hütte werden.
ist auch erstmal improvisiert. Ist das einzige Blech, was ich jetzt hier gefunden habe. Mein Ziel ist natürlich, ich möchte gerne ein fettes Sägeblatt haben und in dieses Sägeblatt schneide ich das Loch rein. Aber die Sägeblätter, die sind halt einfach so gehärtet, dass ich im Moment auf der Hütte nichts habe, mit dem ich das jetzt schneiden könnte. Deswegen erstmal dieses Blech hier. Und die nächste Schwierigkeit ist natürlich, dass diese Rohre hier, die laufen ja nicht gerade durch, sondern die laufen schräg durch. Das heißt, ich muss hier nicht nur ein Loch reinbohren, sondern ich muss hier ein Oval reinschneiden. Damit dieses Rohr dann schön oval, ein bisschen dreckig noch, so durchlaufen kann. Das heißt, man sieht es hier recht schön, der Querschnitt ist dann kein Kreis mehr, sondern der Querschnitt ist ein Oval, der hier relativ länglich dann wird. Das muss man natürlich genau ausmessen. Machen wir nachher. Und dann schauen wir weiter. Jetzt nehmen wir uns erstmal, bleib stehen. Jetzt nehmen wir uns erstmal das Teil hier vor und schauen, dass wir das hier oben ins Wasser kriegen. Also zeichne ich mir das hier mal auf. Und genau das werden wir dann rausschneiden. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, natürlich könnte ich das hier rausnehmen und ein bisschen was dran schweißen, dass das halt einfach ein Bein ist, ein Grad ist. Aber der Hintergrund ist ja der, ich möchte den ja nicht endgültig fest einbauen, sondern ich möchte das einzige fest eingebaute Teil, ist praktisch der Sockel, auf dem er steht, und der Durchlass durch die Wand oben, damit man den abbauen kann, mitnehmen kann, ins Zelt stellen, in eine andere Hütte oder wo man halt einfach gerade braucht, dass der halt einfach noch mobil ist und kein Festeinbau in der Hütte. Warum habe ich mich für den entschieden? Weil ansonsten hätte ich mir ja gleich so einen alten Ofen einbauen können. Aber für die Hütte, denke ich mal, reicht der vollkommen. Hier mit einem großen Bohrer einfach alles ein bisschen ansenken. Den Rest machen wir jetzt mit dem Schleppeisen. Jetzt haben wir das schön ausgestemmt hier. Dann setzen wir das Füßchen hier wieder ein. Passt hervorragend. Für den nächsten Schritt nehmen wir uns jetzt diese Metallplatte da. Da schneiden wir uns jetzt zwei Quadrate raus. In der Mitte zeichnen wir uns dieses ovale Loch an. Und dann werden wir sie an der Wand einpassen. 26,5. 26,5. Zwei Stunden und eine gute Brotzeit später muss man es nur ein bisschen entgraten noch und dann muss ich mir was überlegen, wie ich das Loch hier sauber reinkriege. Endlich steht er im Wasser, jetzt tun wir da noch die Sicherungsschrauben festschrauben. So schaut unser Werk bisher aus. Jetzt kriege ich da hinten noch rein und dann sind wir da unten erst einmal fertig. Jetzt haben wir uns hier einmal den Durchgang angerissen. Ein bisschen von der Seite, vielleicht sieht man dann beides. Wie das Rohr hier in die Wand reingeht, wird natürlich ein Oval, weil es ja schräg in die Wand reinläuft. Das nehmen wir jetzt mal als Schablone, da probiere ich jetzt aus, ob das tatsächlich so funktioniert. Dann werden wir das gleiche in das Alublech reinschneiden und das hier natürlich dann größer ausschneiden. Ungefähr so mit einem Abstand von jeweils 10-15 cm hier außenrum. Hier habe ich mir das jetzt mal im 45 Grad Winkel da auf diesen Rest von dieser Platte angerissen. Das heißt, so kommt der praktisch hoch. Dann läuft das Wandrohr hier so durch. Das ist an der Stelle hier im rechten Winkel. Da ist es 6 cm hoch. Und da, wo es dann in die Wand eintrifft, ist das Loch dann 8 cm hoch. Das nehmen wir jetzt mal als Referenzmaß, weil dann wissen wir schon mal die Höhe. Und genau so schneiden wir es dann da rein. Der Bogen, der stimmt natürlich nicht. Da ist es halt nur so, dass genau in der Mitte von diesen 8 cm, wo das Rohr durch die Wand durchläuft, genau in der Mitte von dem muss das Rohr ja 6 cm breit sein. Das heißt, das Maß habe ich auch auf jeden Fall. Hier gehe ich auf 3 cm, weil es ja die Hälfte nur ist. Das
heißt, da muss es 3 cm sein. Das Maß habe ich. Das ist jetzt einfach mal schnell aufkonstruiert, ohne dass man viel rechnen muss, dass man zum Schluss ungefähr genau das richtige Loch da rausbringt. Mal vorsichtshalber noch eine kleine Schablone aus einem Stück Pappe rausgeschnitten. Und da probieren wir es jetzt mal aus, ob es funktioniert. Klar, wenn es gerade ist, wäre es rund. Aber dadurch, dass es im 45-Grad-Winkel ist, schauen wir mal, ob man das in der Kamera gescheit sieht. Jawohl, so. Muss es ein bisschen oval sein. Und das sollten ziemlich genau 45 Grad nun sein. So machen wir das. Jetzt übertragen wir das auf diese Platte. Und dann schneiden wir es aus der Platte aus. Dafür suchen wir uns jetzt hier erstmal die Mitte. Das heißt, da machen wir jetzt einfach einen Kreuzer drauf. Schon mal die Mitte von der Platte. Und da auf die Mitte von der Platte passen wir jetzt halt unser Oval ein. So. Und das schneiden wir jetzt raus. Spannen wir uns jetzt hier mit einer Schraubzwinge an die Kante hin. Dann nehmen wir diesmal ein bisschen einen feineren Bohrer und dann bohren wir jetzt halt hier rum und den Rest, den werden wir dann rausfeilen müssen. Dann fangen wir einfach mal irgendwo an. Und jetzt werden wir eins nach dem anderen hier rundherum die Löcher machen. Und dann sehen wir uns wieder. Nächster Schritt, Ohren zuhalten und ausfeilen. Und ganz wichtig, die Ränder schön entgraten, damit man sich erstens nicht wehtut und zweitens, dass man das Rohr nicht zu sehr verkratzt. Dann nehmen wir mal ganz vorsichtig Maß. Nächster Schritt ist jetzt der, dass wir uns das jetzt hier sauber aufzeichnen. Dann machen wir dieses Rohr hier erstmal weg. Ein bisschen Platz hat. Das ist praktisch das äußere Quadrat vom Blech. Dann brauchen wir ein bisschen Fleisch zum Schrauben. Und das ist das innere Quadrat, was rausgeschnitten wird, damit genug Abstand zu dem Rohr und zum Holz ist. Das heißt, da bohren wir jetzt noch ein bisschen weiter innen die Löcher rein, dass wir da mit dem Sägeblatt reinkommen. Und dann werden wir das da raussägen, ganz vorsichtig. Und dann checken wir mal, wo wir mit dem Rohr hinkommen. Praktisch so. So, dann bohren wir jetzt hier 4 Löcher rein. Wie gesagt, länglich, dass ich da mit dem Blatt reinkomme. Alles hier draußen. Schauen wir mal, ob das soweit schon klappt. So passt schon schön rein. Sehr schön. Da bleibst. Dann nehmen wir mal das erste. Gucken mal, ob wir uns vermessen haben. Cool. Schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Und als nächstes zeigen wir uns jetzt von innen an, wo der zweite Durchgang hingehen würde. Nur so ungefähr, weil einen Spielraum haben wir ja von ein paar Zentimetern. So haben wir gesagt.
Gut. Und wenn ich mich nicht jetzt rechts vermessen habe, dann sollte das, was wir es da angezeichnet haben, genau außen die Mitte von unserem Quadrat sein. Da ist unser Loch. Ganz genau. Da können wir in die Hütte reinschauen. Und genau da machen wir jetzt das Blech außenrum. Dann kommt jetzt testweise die erste Rohrdurchführung nach außen. Mal schauen, dass wir da auch außen vorbeikommen. Und das geht. So. Dann schrauben wir jetzt noch schnell die Platte fest. Von innen schaut es soweit mal fertig aus. Außen wird es jetzt ein bisschen komplizierter noch. Ja, das war's mit dem Loki-Einbau. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. So schaut er jetzt aus. Den kennst du ja schon. Das ist die Durchführung. Draußen ist es leider jetzt zu dunkel zum Zeigen. Zeige ich euch das nächste Mal. Bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Einweihen und erst einmal gescheite Weißwürste drauf machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, dann hinterlasst mal einen Daumen nach oben natürlich und hinterlasst mal Kommentare. Hinterlasst mal eure Meinung, was ihr von dem Ding haltet. Abonniert meinen Kanal. Kauft kein Klump, müsst weniger wegschmeißen. Bis zum nächsten Video.